Hallihallo, da bin ich wieder. Der Frühling steht vor der Tür. Das finde ich richtig toll. Die Welt wird wieder farbiger und bunter. Das erfreut die Seele total. Mit dieser Bastelarbeit, die zum Frühling passt, habe ich die Eier in Szene gesetzt. Die Bastelarbeit ist einfach und schnell herzustellen. Ihr könnt natürlich auch andere Blüten benutzen oder die Eier farbig färben, so wie es euch gefällt. Dies soll nur eine Anregung sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. So, heute basteln wir wieder mit einem großen Osterei. Das hat eine Größe von 10 Zentimetern, also von der Höhe her. Die habe ich mal bei Nanunanak gekauft. Die gibt es auch sicher woanders, könnte ich mir vorstellen, in den Bastelläden. Dann habe ich hier Zweige, ein Perlblümchen, das war mal so in einer Geschenkverpackung. Oder ihr nehmt eine Kunstblüte von einer Margarite. Dann habe ich hier Trinkbecher in Plastik noch. Da hatte ich noch Vorräte von. Dann habe ich hier eine Libelle oder einen Schmetterling, je nachdem, was ihr möchtet. Die ganze Deko setze ich in ein Teeschälchen. Das ist schön schwer und tja, da wackelt nichts drin. Ihr könnt aber auch Anzuchttöpfchen nehmen und diese mit Steinchen befüllen. Also die gibt es ja auch in rund als kleine Töpfchen oder Übertöpfe. Mal schauen, was ihr noch so da habt. Dann habe ich hier ein Stück von einer Perlengirlande, eine Schere und einen Heißkleber. So, hier habe ich jetzt zunächst zwei Becher in der gleichen Farbe. Ich habe mich für Orange entschieden. Die anderen stelle ich mal zur Seite. Da habe ich hier das Oberteil abgeschnitten. Und zwar haben die oft ja so Rillen eingesetzt, dann kann man danach schön gerade abschneiden. Das habe ich gemacht. Ich habe hier die Oberteile, ich habe hier erstmal in den Becher reingeschnitten von unten und habe dann die Oberteile so geschnitten, dass sie so eine Größe haben. Das kann ich, hier sind die Rillen, da habe ich 1, 2, 3, 4 Rillen drin. So, da habe ich zwei von geschnitten. Und die muss ich jetzt erstmal einschneiden. Und zwar schneide ich die in Abständen von, tja, so von 4 mm und 5 mm ein. Das könnte so ein bisschen so, wie man sagt, frei Schnauze machen. Das mache ich rundherum. Immer bis hier an den Rand. Plastik lässt sich gut schneiden. So sieht mein eingeschnittener Becher jetzt aus. Jetzt biege ich diese einzelnen Teile nach außen. Das funktioniert ja mehr oder weniger gut. Und zwar habe ich da einen Trick, wenn ich die alle nach außen gebogen habe. Beschwere ich die über Nacht mit einem Buch. Das habe ich hier mit diesen gemacht. Sind auch ein bisschen schmaler, diese Streifen. Dann habe ich das so, das hat eine Nacht unter einem Buch gelegen, dann kann ich das besser kleben. So, sollen wir mal gucken, wie weit der Heißkleber ist. Ich trage den Kleber nachher hier auf, von innen, und setze dieses Teil auch von innen auf. Also diese Kanten hier oben sind oben und unten. Und ich muss das nachher so aufkleben, dass das exakt so aufeinander passt. Und dann einen Moment festhalten. So, der Kleber ist soweit. Den anderen setze ich jetzt exakt da rein. Wenn man jetzt von innen ein bisschen Klebstoff sieht, das macht nichts, da kommt das Ei gleich rein, dann sieht man das nicht mehr. So, und das muss ich jetzt einen Augenblick belasten, dass das gut zusammenklebt. Lege ich mal so mein Schälchen.
drauf. Ich habe das schon mal in einer anderen Farbe vorbereitet, dann kann ich euch zeigen, wie es weitergeht. So, wenn das jetzt zusammengeklebt ist, dann klebe ich hier oben rundherum, also an den Rand, eine Perlengirlande. So, das mache ich. Ich habe das bei zwei Grünen jetzt schon vorbereitet, weil wenn ihr seht, das Ei passt jetzt hier ganz toll rein. So, bevor das jetzt hier festklebt, mache ich es mit dem Grünen weiter. Dann hole ich mir mal das Schälchen eben. So, hier habe ich das Schälchen. Da habe ich hier unten Klebstoff aufgegeben und das in ein Schälchen einfach geklebt oder aufgeklebt auf den Rand. Also das orange Teil, wie gesagt, muss trocknen. Jetzt setzen wir diesen Ring, den habe ich jetzt hier auch schon mit den Perlen vorbereitet, hier auf die Schale. Das passt ganz gut. Ihr müsst mal gucken, was ihr an Schalen da habt. Dieses passt gut, dann ist der Ring nämlich fest. So. Und den setze ich jetzt hier so auf. So. Dann seht ihr, dann kann ich das Ei hier einfach schön reinstecken. Das passt schon so ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, muss hier ja so ein bisschen Frühling noch so zu sehen sein. Da dekorieren wir jetzt mal einen Zweig und eine Blüte. So, hier kann man noch so eine Libelle aufkleben oder einen Schmetterling. So, und klebe ich mal hier auf. So, das braucht man nicht auf jedem Ei machen. Dann habe ich hier Zweige. Ich lege hier mal so einen Zweig hin. Da muss ich noch mal so ein bisschen was abzuppeln. Den klebe ich hier so an. So. Im Moment festhalten, damit es auch anklebt. Ich glaube, da muss noch so ein bisschen Klebstoff hin. Und dann finde ich es auch ganz schön, wenn noch eine Blüte so dazugehört. Ich muss den Zweig jetzt aber mal einen Augenblick noch festhalten. So. Und dann klebe ich hier vorne eine Blüte dran. Und dann ist die Dekoration fertig. Hier schneide ich das Unterteil noch mal ein bisschen gerade. Dann ist die Klebefläche ein bisschen größer. So, und so dekoriere ich meine anderen zwei Becher, die ich noch habe mit den Eiern, auch. So, hier habe ich auch einen etwas größeren Zweig angesetzt. Der muss noch trocknen. Jetzt habe ich gedacht, dieses Perlblümchen passt auch gut dazu. Gelb passt wunderbar zum Frühling. Das klebe ich hier auch mal an. So. Ja, dann habe ich schon zwei fertig und das dritte dekoriere ich auch noch, mache ich auch noch fertig und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Wenn euch die Bastelarbeit gefallen hat, würde ich mich freuen. Ansonsten schaut mal in meine Playlist, da warten viele Hoppelhasen und Langohren auf euch. Stöbert die Playlists mal durch, da findet ihr auch Osternester oder Kränze zur Frühlingszeit. Lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Stöbern. Bis bald, eure Angelika Kipp.